Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 2. Ja, der Hall ist leider immer noch da. Ich habe zwar jetzt hier überall ein paar Bettlaken aufgehängt und Handtücher ausgelegt und weiß der Kuckuck was, dass es vielleicht ein wenig dämpft. Wahrscheinlich wird es aber nicht funktionieren, weil ich höre mich, es hallt halt schon noch ein bisschen. Gleich vorweg, ich bin gerade so ein wenig ideenlos, was ich hier gerade so machen kann. Hier ist einiges zu tun. Wir haben auch noch was jetzt, ein bisschen was vor in dieser Folge. Aber bitte schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Was würdet ihr gerne hier auf dieser Map noch sehen? Hier gibt es noch viel zu tun. Vielleicht ist ja was dabei, was wir dann hier so schön mit einbauen können. Würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Ideen habt. So, ich möchte heute hier ein paar weitere Güterlinien hinzufügen. Wir haben hier noch die ganzen Gleise. Auch hier die Gleise haben wir noch, die sind noch nicht weiter gebaut. Ich möchte das alles aber so ein bisschen schöner machen. Also ich will jetzt hier nicht wieder noch ein paar Gleise dran anklicken. Irgendwie muss das alles ein bisschen schöner werden, weil das ist hier mir schon fast zu viel. Das ist ja schon zu viel. Eine Schiene geht da lang, die andere dahin, die andere dahin. Dann fächert sich das so komisch auf. Gefällt mir nicht so dolle. Auch hier mit den und hier mit diesen 125 Brücken, die ich hier gebaut habe, das ist alles nicht so wahnsinnig schön. Unsere Höchstgeschwindigkeitsstrecke, die macht gut Gewinn. Auch Züge sind voll. Hier warten jetzt noch 61. Intercity waren auch noch ein paar. Aber längst nicht mehr so viele wie vorher. Der Zug ist ja gerade losgefahren. Ist nicht voll. Also schon mal gutes Zeichen. Die Linie wird auf jeden Fall angenommen. Da haben wir auf jeden Fall für ein bisschen Entlastung gesorgt. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt natürlich die Frage, jetzt gehen wir hier mit den Gleisen wieder raus. Aber wie wollen wir das machen? Ohne dass wir hier wieder für irgendeinen Konflikt sorgen und das am besten auch am schönsten aussieht. Es wird wahrscheinlich ein etwas längerer Tunnel werden. Ja, keine Ahnung, ob der denn hier vielleicht rauskommt erst. Und die Textur, ne? Also ich weiß nicht, sind die Einstellungen so komisch, dass die Schiffe, wenn ich die Geometrie höher setze, dann fängt sie an zu lenken. Aber mit dem Baumenü geht das vielleicht noch, aber wenn ich spiele, geht das nicht. Hannover soll auf jeden Fall erstmal einen Güterbahnhof bekommen. Hannover am besten und irgendwie noch Hamburg. Hamburg hat auch noch nichts. Es gibt so einige Städte, die noch nichts haben. Die Frage ist halt mal wieder, wo bauen wir das hin? Und wo baut man es hin, dass es noch schön aussieht? Ich hatte vor der Folge auch wieder ein Problem mit dem Friedhof. Da wurde die Mod leider wieder rausgenommen aus dem Workshop, aber das konnte ich nochmal reparieren. Oh, die Stadt hat sich natürlich hier in Auschwitz entwickelt. Wenn man das mal so sieht, vorher war das hier nur mein Friedhof, meine Museumsbahn. Nicht schlecht, da ist schon einiges passiert. So, aber wo bauen wir das hin? Hier hinten ist das Industriegebiet. Und hier habt ihr, aber das ist die Hauptbahn. Wenn ich da noch mehr raufpacke, das funktioniert nicht. Ich komme allerdings auch von hier gar nicht auf das Gleis. Ich komme von hier eigentlich hauptsächlich nur auf dieses Gütergleis. Von hier könnte man dann wieder abfahren. Boah, das wird doch nichts. Das ist doch mulstrig, das funktioniert doch nicht. Gut, wir können auch manche Städte eventuell mal an mit einer. LKW ist am Binnen am Hannover, das ist ja eine große Stadt. Aber hier, die haben zum Beispiel auch noch nichts. Das wäre ein bisschen einfacher. Da können wir einfach im Tunnel darüber. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Maßnahme. Ne? Kann ich hier nicht weiterbauen. Achso, weil das ein Depot ist. So, weg damit. Autosave. Schon wieder ein Autosave.
So, ja, ich hoffe mal, dass es mit dem Hall funktioniert und ich bin auch jetzt diesmal ein bisschen lauter als letztes Mal. Dann noch ein bisschen was umgestellt. Mal, das sieht immer so gerade aus. Das ist immer so geplant. Und hier haben wir mal so eine kleine Kurve rein. Das ist alles so ein bisschen kurvig gemacht, das ist wie beim Modellbahn. Das sieht nachher einfach schöner aus, wenn so ein Zug sich da lang schlängelt. Da werde ich dann schon irgendwas hinbauen. Ja, man könnte jetzt hier hochfahren. Auch nicht wirklich notwendig. Wir werden jetzt hier in den Berg reinfahren. Erstmal ebenerdig. So. Was ist dein Problem? Genau. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal hier in Luppenau, wo wir hier das Industriegebiet haben. Was ist denn das? Hier außen ein bisschen was. Aber hier. Oh, hier ist auch gut was los auf der Brücke hier. Haben wir nur einen Übergang. Der andere ist hier hinten, ist auch dicht. Oh, ist auch richtig. Oh, du Heiland. Was ist denn hier los? Na gut, egal. Das ist jetzt nicht unser Problem. Luppenau. Müsste man hier vielleicht rüberkreuzen? Geht das? Wir jetzt hier Gleise bauen. Nicht? Noch nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3 geht. Das funktioniert. Okay, das ist nicht schlecht. Dann kommen wir, also die Stadt ist ja auch schon schön gewachsen. Wie fahren wir denn hier am Blödsinn? Also 320 Meter längeren Güterbahnhof kann ich nicht bauen. Was nehmen wir denn da mal? Und dieser. Was ist denn hier für einer? Ein bisschen sehr klein. Boah, das ist ja riesig, ne? Na gut, aber es kommen Container an. Mal gucken, wie man das macht. Wenn ich hier so hinsetze. Sollen wir den hier hinsetzen? Dann setzen wir jetzt hier hinten einmal die Brücke hin. Wie wir das gerne haben wollen. 1, 2, 3. Ein bisschen niedriger. So. Jetzt wird ziemlich lang die Brücke. Braucht ihr gar nicht. Kann euch kurz sein. 1, 2, 3. Okay, hier muss sie eigentlich jetzt auch noch hoch bleiben. Da reicht das dann schon nicht mehr. Straße müssen wir noch mal gucken. Nein, nicht das ganze Industriegebiet wegreißen. Wäre jetzt nicht so von Vorteil. Aber mir bleibt ja fast nichts anderes übrig. Kommt er sonst gar nicht drauf. Die muss einmal weg und die muss einmal weg. So. Wir müssen die Brücke ja nicht dahin machen. Jetzt mal gucken, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3 die hier so hinsetze.
Sagt er mir bestimmt Kollision? Ne, sagt er mir nicht. Sehr gut. Hätte ich jetzt eigentlich fast mit gerechnet. Und die jetzt hier drauf. Machen wir das nochmal anders. Gehen wir von hinten direkt drauf, dann ist es vielleicht nicht ganz so steil. So. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das sieht auch so vom Schwung her gut aus. Das kann man so lassen. Können wir die Straße hier auch wieder ransetzen. So. Also bleiben wie es war. Und mit denen hier gehen wir jetzt halt direkt da drauf. Zurück. Doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Nein! Ah, falsch. Was will er jetzt mit Terra? Alter. Baue einfach. So. Geld habe ich ja genug. Einmal den ganzen Kram hier abreißen. Wo ist der äußere hier? Da. Zack. Ja, meinetwegen kann es auch der Tunnel werden. Das muss da nochmal weg. Hatte mich da ja vertan. War da auf der falschen Seite. Das ist natürlich dann immer blöd. Oh, ist auch ein richtig tiefer Tunnel. Aber das ist ganz gut. So, von hier. Detmold wird noch, glaube ich, angeschlossen. Ne? Detmold kriegt welches. Von dem hier, wenn wir mit LKWs auch nach Kämmern fahren. Zu viele Linien ist auch nicht gut. 1600. Sehr lütt. Keine Anbindung? Nö. Da fährt aber kein Zug an, deswegen ist er nur so klein. 4000. So viel Güter kriege ich ja nie. Nie im Leben weg da. Nach Eidstedt. Eidstedt ist der letzte. Da kann man auch schon fast überlegen, ob man in Eidstedt. Verbrauch ist ja genug da, wenn wir hier auch nochmal wieder einen Rohöl, also eine Ölquelle hinbauen, die dann mit LKWs da zum Beispiel hintransportiert wird, dass wir dann wieder noch ein bisschen was mitnehmen, weil der Bedarf, den wir haben, der ist auf jeden Fall da. Ich habe ja hier drei Raffinerien. Das ist jetzt gerade der LKW gewesen. Produktion. Und der ist ja da. Also das Potenzial sind 10.000. Die brauchen halt mehr Rohöl. Wenn wir jetzt mal gucken. Wir haben hier unten ja eine Ölquelle. Voll ausgelassen. 4.000. Und wir haben hier hinten eine Ölquelle. Da. Voll ausgelassen mit 4.000. Also 8.000. Öl kriegen wir ran. Und da könnte man natürlich dann hier hinten, irgendwo hinten, ach, hier ist meine Teststrecke, könnte man hier hinten dann irgendwo noch ein Öldepot bauen oder Ölquelle, wo das halt hingeliefert wird. Hier ist natürlich eine schöne Stadt, schön so im Tal gelegen. Wo ist das Industriegebiet? Hier vorne. So, hier den, oh, das geht hier nicht. Den Bahnhof hier so ins Tal legen. So, dass wir dann da mit den Zügen drumherum kommen. Aber das geht ja auch nur 320 Meter. 320 Meter, zwei Gleise. Oberleitung ja. Aber der Straßenanschluss ist auch ja. Das sieht das auch ein bisschen schöner aus. Die Straße muss weg. So. Eigentlich können wir da aber auch Kopfbahnhof hin machen. Vielleicht dann doch noch ein bisschen besser. 300, nee, 320 Meter. Machen mal zwei Gleise. Dann kann ich sogar curven. Perfekt. Zweiten Straßenanschluss brauche ich nicht. Oder safe.
Komme ich denn da hin? Was wir hier hinsetzen würden, das ist eigentlich ziemlich blöd. Und weniger Curve. Ich muss halt sehen, dass ich da jetzt unter der Brücke durchkomme. Meint er, das klappt? Sieht aber ganz gut aus. Straße, die möchte ich jetzt gerne hier oben rüber führen. Aber nicht mit den Brückenpfeilern. Die Brücke finde ich ganz cool. Das Problem ist irgendwie, ich verstehe immer nicht, warum die jetzt so einen komischen Schatten hat. Aber das kann man so machen. Der Schatten ist halt einfach ein bisschen blöd. Zack, zack. Das schreibt mir hier. Ich will nochmal aufnehmen, Mensch. So. Ne, das ist ein bisschen zu viel flach hier. Und mit dem Straßenanschluss kann ich jetzt nichts anfangen. Wer nervt denn jetzt hier? Bester Kumpel, also mit der. So, ich kann jetzt nicht. Komme ich hier irgendwie drunter her? Ne. Aber ich sehe auch meine Freunde, wir sind ja schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Jetzt immer schaffen wir es hin. Das soll ein bisschen tricky werden. Ja, geht. Perfekt. Hier will ich dann noch ein Depot bauen, wo die LKWs dann noch was hinbringen. Und dann geht das in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da und würde ich mich freuen über ein paar Anregungen. Und ja, ich hoffe mal, dass ihr halt dann auch irgendwann, dass ich das irgendwann mal in den Griff kriege. Ein paar, vielleicht mal Noppen kaufen oder ist ja cool was. Ich wünsche euch was. Bis dann, haut rein. Tschüss.